Oh, bin schon live. Hello guys. Sonntagmorgen. Und heute geht es mal wieder darum, was mir YouTube vorschlägt. Ja. Aktien, Unternehmertum, investieren, reich werden. Gangster, Ganoven, Rip-Offs, also quasi alles, was dazugehört zum Thema Geld und Leben und Glück. Und hier finde ich, was mir jetzt gerade YouTube hier vorschlägt, finde ich sehr interessant. Kurseinbruch bei Biotechs, Moderna und CureVac. Neue Chance mit Ivermectin oder sowas. Also da geht es halt darum, nach diesen Hossen, dieser Aktien, nehme ich mal an, die da sehr stark profitiert haben von dem ganzen Impfkram. Ob man die jetzt nochmal nachkaufen sollte, ist sozusagen bei der Dip, also nach der Korrektur. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil man das nämlich auch auf andere Aktien beziehen kann, in anderen Branchen, wie zum Beispiel Wasserstoff oder andere, die, oder Rohstoffe auch, die sehr stark angestiegen sind, mal nachdem sie irgendwie 10 Jahre gar nichts gemacht haben. Zum Beispiel Moderna, das war ja, das war eigentlich ein. Da habe ich, glaube ich, nie irgendwie Erfolg gehabt. Die Aktienkurve, glaube ich, die Aktienpreise habe ich mal kurz angeschaut, der Aktienchart, war irgendwie 20 Jahre lang mehr oder weniger flat. Und dann haben die eine Notzulassung bekommen für Corona, ja, weil Ausnahmezustand, dann sind plötzlich 500% nach oben. Und ich glaube, vor ein paar Wochen, da gab es ja dann schon auch wieder die ersten Fälle, wo Moderna oder die ersten Länder, wo Moderna dann wieder verboten hatten, weil irgendwelche Nebenwirkungen waren. Also dieses Geschäft mit den Impfstoffen, muss man schon genau hinschauen. Also mein Bekanntenkreis schwört ja auf Biotech oder BioNTech. Angeblich das ungefährlichste von allen. Aber eins ist klar, bevor ich mir überhaupt dieses Video anschaue, in dem Fall von Florian Homm, der ist ja auch immer recht pulsant, ja, und recht ehrlich eigentlich auch. Bin ich schon gespannt drauf. 16 Minuten, aber nur vorweg. Natürlich ist auch bei diesem Impfstoff-Business, ja, wie mit allen anderen Dingen auch in unserer Gesellschaft, steht natürlich das Geld im Vordergrund, der Profit, ja. Und da gilt es dann natürlich umso mehr abzuwägen, wo ist da die Grenze? Profit und Gesundheit, ne? Weil Impfstoffe zulassen, die halt noch gar nicht ausreichend getestet sind, ja, die vielleicht mehr kaputt machen als sie, ja, und so weiter, ne? Das ist halt einfach die Frage. Und die Frage ist natürlich auch, weil natürlich nicht alle Leute, die dazu eine Meinung haben, auch Experten sind. Inwieweit sind aber dann die sogenannten Experten, die da tatsächlich auch Experten sein sollten, dann auch wiederum gebiased oder gekauft, ja, oder sag mal voreingenommen, ja, in ihren Meinungen und in dem, was sie veröffentlichen, weil sie natürlich auch wieder Abhängigkeiten haben. Ein Experte zu sein bedeutet ja nicht automatisch, ich bin finanziell unabhängig, ja. Und kann immer genau das sagen, was ich gerade denke, sondern ein Experte zu sein bedeutet ja auch häufig, ich bin abhängig von irgendwelchen Subventionen, Sponsorings, Verträgen, was weiß ich. Ich habe das in der IT-Branche ja tagtäglich. Ja. Ich habe tagtäglich mit Experten zu tun, wirklich fähigen Leuten. Und tja, die aber letztendlich genau einen Deal haben. Ja, mit einem Softwarehersteller und wenn der Kunde kommt und dann eine Empfehlung will, ja, welche Software empfehle ich dann? Ja, genau diese eine Software, weil nur mit der habe ich ja den Deal, na, wo ich dann Provision bekomme oder irgendwas oder Partnerschaften habe, als IT-Experte in dem Fall. Ja, es gibt dann einige andere größere Dienstleister, die haben dann halt, sagen wir mal, drei, vier solche Deals oder fünf oder Deals mit fast allen, wenn sie groß genug sind. Und die können sich dann erlauben, sozusagen, ja, ein bisschen vielleicht neutraler zu sein. Aber auch da ist es so,
Manche Partnerschaften sind eben stärker innerhalb der IT-Branche, wenn du als Dienstleister auftrittst, sagen wir mal, du bist ein größerer Dienstleister mit 1000 Mitarbeitern, IT-Dienstleister. Auch da sind manche Partnerschaften eben wichtiger oder sagen wir mal politisch einflussreicher oder einfach substanziell für für dein Unternehmen einfach wichtiger als wie kleinere Partnerschaften. Und dann wirst du die kleineren auch weniger vorschlagen. Das heißt, die anderen, die kleineren, die teilweise schon schwächer sind, werden dann immer noch schwächer. Und also, ja, was ich damit nur sagen will, ich kann mir sehr gut vorstellen, ich bin ja nicht aus der Biotech-Branche, ja, aber diese Muster, ja, die finden in allen Branchen statt, in unserer Gesellschaft, ne? Und ob das jetzt halt irgendwelche IT- oder Softwarehersteller sind oder halt Medizinhersteller oder Impfstoffhersteller, ist völlig wurscht. Ja. Also das ist mal vorweg so, was mir mein gesunder Menschenverstand und meine Lebenserfahrung und meine Geschäftserfahrung mir sagt. Ja. Und es ist nun mal so, dass wir auch durch die Konsumgesellschaft, ne, dass wir sozusagen auch ständig quasi auch mit Werbung zugeballert werden. Das kaufen, hier kaufen, das kaufen. Auch nie so wirklich finanziell unabhängig. Also die allerwenigsten sind irgendwie unabhängig finanziell. Und also selbst die, die es einigermaßen sind, haben auch Angst, dass es ihnen wieder weggenommen wird. Ja, das ist ja auch wieder ein Thema für sich. Aber dass du überhaupt mal in eine Position kommst, auch mal dagegen zu stehen, ja, wenn du sagst, naja, also ich bin jetzt da nicht der Meinung und du bist aber nur die kleine Ameise und hier ist der große Elefant. Dein Partner oder dein Hersteller oder was auch immer, oder nur dein Chef, wenn du Angestellter bist, da den Mut zu haben, dagegen zu sprechen. Das kann ja sehr, sehr schnell deinen Job kosten. Ja, und es wird immer Gründe geben, die dann gefunden werden, dass du sozusagen deinen Job verlierst oder deinen Vertrag. Ja. Und ich habe das schon so oft erlebt und da muss man immer politisch sein und ja, und jeden so behandeln, wie er es gerade hören will. Das ist halt nicht einfach in unserer Gesellschaft, ne? Also wir alle reden immer von Innovation und Ehrlichkeit und Transparenz und bla bla bla. Das ist zu 99% alles nur Geschwätz, ja, weil. Wenn nun Geld nur klassisch an. Kurseinbrüche bei Pfizer, BioNTech, CureVac, Moderna. Was steckt dahinter? Seit 1 Monat purzeln diese Aktien. Den Untergrund könnte es Ivermectin sein, eine alternative Behandlung, die sich immer mehr durchsetzt. Und was hat das für Konsequenzen für Investoren? Das ist das Thema heute. Ich muss euch sagen, wir haben etwas vorgegriffen in dem Florian Hom Long Short Börsenbrief. Da sind wir schon Short CureVac und BioNTech. Also, so, schauen wir uns doch mal die Grafiken an. Was ist denn da los seit 1 Monat? Die zuerste Grafik ist BioNTech. Fette knapp 30% verloren. Pfizer etwas stabiler. Naja, nur 6% verloren. Ist aber auch nicht so schwerlastig in diesen Impflösungen positioniert. Moderna, ähnlich wie Pfizer, man Zyniker sagen, ein One-Dog-Pony-Show, ja, auch 29,4% verloren und der Kracher, die CureVac, hatten vor kurzem gewisse Forschungen eingestellt in diesen Bereichen, minus 38%. In einem Monat ist das viel. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen Ivermectin, diese Therapiebehandlung an. Wie entwickelt die sich weltweit? Hier ist die Quelle ivmstatus.com. Da seht ihr das selber, wie stark sich das durchsetzt. Könnt ihr euch auch jeden Tag anschauen. Das letzte Datum ist der 13. Oktober. Wir schauen uns das schon länger an, seit es eigentlich gibt, diese Webseite. Und ganz verblüffend ist Uttar Pradesh in Indien, der größte Bundesstaat, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Also die dunkelgrünen Länder, da wird Ivermectin bereits eingesetzt und diese Webseite behauptet,
dass mittlerweile Ivermectin zugänglich ist in 36% der Welt. Und immerhin, das betrifft so 2,2 Milliarden Einwohner. Wir haben weltweit angeblich 7,8. Aber lasst uns bitte ein bisschen weiter einsteigen. Ja, aus ähnlichen Quellen, wie wird die Leistung von Ivermectin aufgrund von unabhängigen Studien bewertet? Da gibt es Stand auch 13. Oktober, die Quelle ist unten in der Grafik angegeben, 64 Kontrollstudien zu Covid-19, das ist eine echte Ecke und die Resultate könnt ihr euch selber anschauen. Und natürlich nochmal eine weitere Quelle hier, ivmmeter.com, die fasst das ganz gut zusammen. Was für Studien sind das? Also es gibt über 120 eigentlich, aber es sind diese Kontrollstudien, die sind gründlicher. Sollte man ernst nehmen, das hat ja schon Meta-Charakteristika. Also wenn man über 50 Studien hat, dann könnte man schon so eine Meta-Studie machen. Also schon sehr, ich mein Eindruck, es ist sehr gründlich, das muss man ernst nehmen. Kurz zu Uttar Pradesh, sagt euch nicht, sagte mir auch recht wenig, ist das bevölkerungsstärkste Bundesland in Indien mit 240 Millionen Menschen, hat ironischerweise 240 Milliarden Wirtschaftsleistung. Viele kennen Neu-Delhi, das ist also das Zentrum von Uttar Pradesh und dort ist Ivermectin bereits die bevorzugte Behandlungsmethode für Corona-Erkrankte. Und da sollte man ein bisschen tiefer einsteigen. Die Quellen sind ziemlich, ist ja alles sehr offiziell, mit was wir arbeiten. News 18 in Indien, große Geschichte dort. Die Regierung von Uttar Pradesh, unter anderem wird der Distriktmagistrat von Agra, große Stadt, zitiert, Bravo N. Singh, Desert Review und andere Quellen natürlich. Wir wollen ein bisschen tiefer einsteigen. Es geht ja, man sollte ja nicht zu stark aus der Hüfte schießen, wenn man investiert, wenn man long ist oder short ist, muss man gründlich arbeiten. Deswegen lese ich euch einen kurzen Beitrag vor, den wir in Amerika gefunden haben. Am 25. August 2021, ihr seht jetzt, wie schnell das geht, ja? Die Kurseinbrüche bei diesen Werten kamen kurz danach. Bemerkten die indischen Medien eine enorme Diskrepanz zwischen dem Erfolg von Uttar Pradesh, also Ivermectin, und dem vergleichbaren Misserfolg anderer indischer Staaten, wie zum Beispiel Kerala. Obwohl Uttar Pradesh nur 5% geimpft war, gegenüber Kerala mit 20%, hatte Uttar Pradesh nur 22 neue Covid-Fälle, während Kerala mit 31.445 in einem Tag sichtlich überfordert war. News 18 berichtete, schauen wir uns das Bild etwas genauer an. Mit seinen nur 35 Millionen Einwohnern meldete am 25. August Kerala 31.445 neue Fälle. Uttar Pradesh, der größte Bundesstaat mit einer Bevölkerung von 240 Millionen, also fast siebenmal so viel, meldete im gleichen Zeitraum nur 22 Fälle. Und vor 2 Tagen wurden nur 7 neue positive Fälle aus Uttar Pradesh gemeldet. Am selben Tag meldete Kerala 215 Todesfälle, während Uttar Pradesh nur 2 Todesfälle meldete. Und tatsächlich wurden in den letzten Tagen, das ist wieder News 18, in den letzten Tagen keine Todesfälle aus Uttar Pradesh gemeldet. Es gibt jetzt nur 345 aktive Fälle überhaupt in Uttar Pradesh, während Keralas Zahl bei 170.000 liegt. Oder lag, ist ja ein bisschen länger her, ein paar Tage her. Also darüber kann man sich Gedanken machen. Wir sind ja natürlich ein Wirtschaftskanal und wir stellen uns natürlich die Frage im Analystenteam, gibt es eine Korrelation zwischen einer zunehmenden Anwendung und Verbreitung vom Ivermectin-Behandlungsprotokoll, also es wird immer beliebter, es wird immer mehr eingesetzt, das suggeriert ja auch die Weltkarte, und den Kurseinbrüchen bei diesen mRNA-Impfaktien. Naja, das ist ja schön. Wir fragen uns natürlich immer wieder, wer profitiert oder würde von Ivermectin profitieren? Ist unsere Story Fantasie oder können wir uns darauf verlassen, dass man sehr oft die Antwort findet, wenn man sich das folgende Zitat reinzieht. Follow the money, also folgt dem Geld.
die Merck-Aktie. Es ist der Ivermectin-Hersteller. Also in der Zeit, in dieser anderen Werte zwischen 6 und fast 40% gefallen ist, also in einem Monat, ist diese Aktie, dieses Riesenunternehmen, um knapp etwas weniger als 11% gestiegen. Tja, es ist ganz wichtig, wir bilden uns immer unsere eigene Meinung, aber wir arbeiten natürlich mit den gängigen Medien oder Informationsquellen Wikipedia und wir googeln sehr viel. Aber wir sind weltweit unterwegs, wir haben auch weltweit Analysten und die gehen natürlich in die lokale Presse, reden mit den lokalen Ministerien, Gesundheitsämtern und so weiter oder auch in anderen Industrien. Das ist bei uns Standard. Wir schauen uns beide Seiten an und deswegen natürlich unten im Link, ich finde sehr interessante Links zu dem Thema. Eins ist von Bayern TV, da äußert sich der Dr. Franz Brettner, das ist der Chefarzt Intensivmedizin Barmherzige Brüder in München. Ärzte bildeten eine internationale Allianz und entwickelten ein Therapieprotokoll mit Ivermectin, auch in München. Hier behandelt man Corona-Patienten erfolgreich mit diesem Wirkstoff, der weder gegen Covid entwickelt noch dafür zugelassen wurde. Die Patienten sind durchaus sehr, sehr schwer krank, wenn sie zu uns kommen, aber nicht so lang dauernd schwer krank, wie wir sie noch in der Anfangszeit dieser Corona-Pandemie gesehen haben. Im Mittelpunkt der Therapie steht Ivermectin. Wenn wir diese Patienten früh genug präsentiert bekommen im Verlauf der Erkrankung und sie zum Beispiel mit hochdosierten Cortison, Ivermectin behandeln können, das ist der Kern unseres Ansatzes, dann sind die durchaus kurz schwer krank, aber wir sehen tatsächlich dramatisch bessere Verläufe in den letzten Zeit, seit wir sehr konsequent dieses Protokoll angewendet haben. Seit April 2020 wurden in vielen Ländern Studien zu Ivermectin gestartet. Alle zeigten einen positiven Behandlungseffekt. Weniger Tote, schnellere Genesung. Und das klappt bei dem bestens, also Ivermectin-Sache. Also dazu, ich weiß jetzt gar nicht, was ich kommentieren soll zu so einem Beitrag. Ich meine, das ist so, so data-driven und so weiter. Ne? Das ist halt einfach sehr, sehr tief. Da kann ich gar nichts hinzufügen irgendwie, ja. Also, aber was ich halt jetzt sagen muss, zum Beispiel auch, das war ja auch ein bayerisches Krankenhaus. Es bewahrheitet sich eventuell mal wieder, dass halt einfach, es gibt ein gutes altes Sprichwort in Bayern, ja. Was auch, sagen wir mal, Deutschland in der EU und als Rolle in der EU und überhaupt die EU betrifft. Und dieses Sprichwort lautet, es gibt München, es gibt Bayern und es gibt den Speckgürtel. Ja? oder es gibt alles andere als der Speckgürtel. Ja? Noch etwas. Es ist halt mal wieder so, dass halt wir wieder in Bayern natürlich hier wieder eine Vorreiterrolle wahrscheinlich haben werden, ja, und einfach auch mitunter die vernünftigsten und Leute und auch naturnahesten Leute und an gesunden Menschenverstand eben appellierenden Gesellschaft sind hier in Bayern. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir grundsätzlich eine, sagen wir mal, aus der sehr naturnahen und verbundenen und umweltverbundenen Landwirtschaft letztendlich entstanden sind. Also die ganze Region Bayern war ja ursprünglich mal, waren ja alles mal Farmer, ja, sozusagen. Und hat eigentlich immer schon auch in der Menschheitsgeschichte, also in den letzten Hunderten von Jahren, immer wieder eine Spezialrolle eigentlich auch. Ja. Ich erinnere nur an wie die Art und Weise, wie der Erste Weltkrieg zustande gekommen ist. Also der König von Bayern war bester Freund mit dem damaligen Kaiser von Frankreich. Das waren beste Freunde, ja. Das war damals dieser Ludwig, der dann, glaube ich, irgendwann ein paar Jahre später sehr ominöse Art und Weise ja im Starnberger See verschwunden war, ne? Weil der das wahrscheinlich auch nicht verkraftet hat, zu was er letztendlich gezwungen wurde damals von diesem Bismarck. Und der Bismarck hat ihn ja quasi
hinter seinen Rücken dazu gezwungen, dann Krieg mit Frankreich zu führen, mit seinem besten Freund. Letztendlich, er war viel besser Freund mit dem französischen Kaiser als wie mit dem preußischen Kanzler damals, dieser Bismarck, ne? Und ich meine, wenn man sich ja so viele, viele, sagen wir mal, Punkte in der Geschichte immer wieder hervorholt, spielte eben auch Bayern eine sehr, sehr, sagen wir mal, wichtige Rolle, friedensmissionierende Rolle auch damals schon, wir gehen jetzt mal zurück, tausende Jahre zurück, als diese Spannungen waren zwischen dem römischen damals noch Reich und dem damaligen Frankreich und so weiter und so weiter. Also und auch hier sieht man wieder ein bayerisches Krankenhaus, das einfach sagt, das ist vielleicht der bessere Weg und das ist jetzt nicht zugelassen und das ist nicht so und so und so und so und da sind keine irgendwie dicken Konzerne oder was weiß ich, was da für alles für Verträge und zusammen, also wie ich es eingangs eben in meiner Einführung schon gesagt habe, ja, also das sind so viele Verflechtungen, die da stattfinden. Da blickst du teilweise, selbst wenn du für die Firma arbeiten würdest, würdest du da nicht durchblicken, ja, keineswegs. Wenn du vielleicht ein sogenannter investigativer Journalist bist, ja, und konzentrierst dich nur auf dieses Thema und stellst unangenehme Fragen und bist ein 1A-Recherchist, also Recherchemensch, ja. Also in dem, was ich mache, in der IT-Branche, also sehr großer Anteil unserer Arbeit ist auch Recherche, ja. Also jetzt erinnere ich mich gerade an einen Kundencall zurück von Freitag. Na, egal. Auf jeden Fall, ja, also ich wollte nur mal sagen, also das ist halt einfach an dem, was so Bayern macht und wie Bayern es macht. Und wir bezahlen ja auch andere Bundesländer, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen. Ja, also was wir in Bayern seit Jahren nach Berlin an Transferleistungen zahlen, ja, weil die werden einfach immer chaotischer da drüben und kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Ne? Also schon alleine innerhalb Deutschlands sollte man sich wirklich mal ein paar Scheibchen abschneiden von dem, was Bayern macht und wie es Bayern macht. Und mich regen auch ab und zu mal so ein paar Seppelhosen auf, ja, so beim Oktoberfest oder so, wenn sie sich aufführen wie der letzte Henker oder sowas. Aber grundsätzlich sollte man mehr Augen auf das tun, was Bayern macht und wie wir das machen. Und es ist einfach eigentlich ein tolles Land und es könnte das Paradies auf Erden sein, ja, wenn wir nicht für den Rest der Welt sozusagen immer gerade stehen müssten, ja, und unsere Steuern darüber transferieren und alles andere, ja. Also eigentlich müssten wir in Bayern quasi null Steuern zahlen, ja, also quasi, also oder 10%. Wenn wir nichts abgeben müssten an niemand anders, dann würde es vollkommen ausreichen, ja. Und wir hätten noch 10-mal bessere Straßen bei uns und 10-mal mehr Parkplätze und alles Mögliche und 10-mal mehr Kindergärten, ja. Das ist halt ein bisschen schade. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet. Wir haben ja auch in München das Problem, zu wenig Kindergärten und das und das und das. Wir haben unsere eigenen Probleme. Und bevor wir unsere eigenen Probleme lösen, transferieren wir unsere Gelder in andere Bundesländer oder sogar in andere EU-Staaten. Ja, das ist einfach nur traurig, traurig, traurig. Und das zum Beispiel wie ein Söder oder so, dass so einer dann quasi zurückstehen muss, ja, für so ein Laschet. Ja, der es dann sowieso nicht schafft. Also da wirklich echt, also da kommt es mir einfach hoch, ja. Also, naja, okay. Ist egal. Söder und Lindner, das wäre ideal gewesen. Ja. Ist jetzt auch in Deutschland kein Mysterium, es ist halt eine Behandlungsmethode, die immer mehr Zuspruch zu bekommen scheint. Abschließend ist doch klar, Behandlungsalternativen und wirtschaftliche Konsequenzen, einem riesen Markt. Und unsere These ist, desto mehr andere Behandlungsmethoden akzeptiert werden, desto erfolgreicher sie sind. Der Kuchen ist ja begrenzt. Desto mehr sollten BioNTech, CureVac, Moderna und Pfizer fallen. Ist eine These. Wir werden es sehen. Ich freue mich, diesen Beitrag gemacht zu haben, weil es auch ein bisschen erklärt, wie wir an die Dinge rangehen. Wir wollen immer objektiv bleiben. Wir wollen nicht die Opfer von Gier sein, nicht mehr. Und Angst.
Ja, das ist die Sphäre, wo wir agieren. Besten Dank, dass ihr mir zugehört habt. Bis zum nächsten Sonntag, euer Florian. Und tschüss. Ja, war ein sehr angenehmer Beitrag, also sehr ruhig, sehr ausgeglichen. Klasse. Ja, also ich schicke den Link wie immer hier unten, ja, wenn ihr den Kanal vom Florian Homme noch nicht abonniert habt, kann man den auf jeden Fall abonnieren, das ist überhaupt kein Thema. Menschen und analoge Durchführung, kein... Ja, ist schon recht. Dich kennt erstmal niemand, ne? Und deswegen musst du jetzt Werbung schalten. Und ich wünsche dir auch viel Glück dabei, aber ich würde mal sagen, du bist auch Münchner. Von daher, also so von den Alpen im Hintergrund, toi toi toi. Ne? Also hast du schon mal einen Daumen hoch von mir. Also bis zum nächsten Mal, tschüss.